Hallo, ich zeige euch heute, wie ihr die 4-Stufen-Zucker, die Toe-Up-Zucker mit den drei Nadeln, also den Crazy Trios, stricken könnt. Zu meiner 4-Stufen-Technik gibt es ja schon viele Bücher, aber dort sind in den Workshops ja, das ist alles mit Nadelspielen erklärt. Und da jetzt schon öfters die Frage kam, geht das auch mit den Crazy Trios? Weil ich weiß, dass sehr viele das Sockenstricken mit nur drei Nadeln lieben, möchte ich euch das jetzt mal anhand der Crazy Trios erklären. Ihr verwendet. Ihr seht bei den 4 Stufen, ich habe hier 4 Farben verwendet. Das braucht ihr natürlich nicht. Es geht mir nur darum, damit ihr die 4 Stufen schön erkennen könnt. In meinen Büchern habe ich sowohl die Socken von der Spitze als auch ab Schaft beschrieben. Aber heute zeige ich es euch ab Spitze und ihr braucht natürlich nur eine Farbe. Ich habe die Merino Silk Socks verwendet. Die hat einen leichten Stretchanteil, läuft ansonsten wie eine Sockenwolle mit 58% Wolle, 11% Seide. Dadurch ist sie natürlich super weich. 25% Polyamid für den Halt und 6% Polyester Elite für den Stretchanteil, der natürlich diese Socke dann wunderbar, womit sich diese Socken dann wunderbar tragen lassen. Ich stricke mit Nadelstärke Nummer 2,5 und ich habe hier die Crazy Trios aus Bambus. Die gibt es ja in allen Qualitäten. Ich habe mich jetzt für die Bambus entschieden. Zu Beginn schlägt ihr zweimal 4 Maschen auf die ersten 2 Nadeln an. 2, 3, 4 und auf die zweite Nadel 1, 2, 3, 4 und jetzt schließt ihr das Ganze zur Runde. Indem ihr mit der dritten Nadel erst die Maschen auf der ersten Nadel rechts abstrickt. Und dann könnt ihr die Maschen immer bis zum weichen Seil schieben. Und jetzt kommen die Maschen der zweiten Nadel. Und schon ist die erste Runde geschafft. In der zweiten Runde beginnen nun die Zunahmen. Ihr strickt die erste Masche rechts, dann mit der linken Nadel in die eben gestrickte Masche von hinten einstechen und diese Masche rechts abstricken. Ihr habt jetzt also hier die erste Masche zugenommen. Dann die nächste Masche rechts abstricken. Und wieder mit der linken Nadel reingreifen und sie rechts abstricken. Nächste Masche und auffassen. Ich nenne das links geneigte Zunahmen oder Linkszunahmen. Also nicht denken, dass man diese links strickt, sondern weil man die Maschen links von der Nadel zunimmt.
Im Laufe der Suppe werdet ihr auch sehen, dass es auch Rechtszunahmen gibt. Aber jetzt bei der Spitze werden nur Linkszunahmen angewendet. Und schon ist auch die zweite Runde beendet. Ich lege euch hier Zahlen hin, damit, wenn ihr zurückspulen müsst, dass ihr euch im Video zurechtfindet. So, in der dritten Reihe alle Maschen rechts stricken. Und schon ist die dritte Runde geschafft. Und in der vierten Runde nehmt ihr jetzt aus jeder zweiten Masche eine Masche zu. Also zwei Maschen rechts stricken, eine Linkszunahme. Zwei Maschen rechts, eine Linkszunahme. Zwei Maschen rechts, eine Linkszunahme. Zwei Maschen rechts und eine Linkszunahme. Und auf der zweiten Nadel auch zwei rechts, eine Zunahme, zwei rechts, eine Zunahme, zwei rechts, eine Zunahme, zwei rechts, eine Zunahme. Und schon habt ihr die vierte Runde beendet. Und in der fünften und sechsten Runde stricken wir nur rechte Maschen. Wir haben jetzt 24 Maschen auf der Nadel und stricken diese zwei Runden rechts. Das war die fünfte Runde. Und jetzt geht's zur sechsten.
Und jetzt kommen wir schon zur siebten. Am Anfang geht es hier recht schnell. Das gefällt mir auch an den Toe-Up-Socken, dass wir hier recht schnell die ersten paar Runden geschafft haben und man dann eben ruckzuck was in der Hand hat. Ich hänge jetzt auch mal den Maschenmarkierer für den Rundenbeginn mit ein. Über den ersten Runden mache ich das meist nicht, weil A, stört mich dieser Markierer dann eventuell, wenn ich eh nicht so viel Maschen habe, und B, kann ich mir das ja am Anfang auch gut merken, ob ich jetzt die Runde schon beendet habe bei zwei Nadeln. So, in der siebten Runde, ihr könnt es euch schon denken, hier nehmen wir jetzt in jeder dritten Reihe, in jeder dritten Masche, nehmen wir wieder zu und immer diese Linkszunahmen, die bleiben bei der Spitze gleich. So, jetzt ist die siebte beendet. Die achte, neunte und zehnte Reihe stricken wir nun rechte Maschen, sodass wir erst wieder in der elften Reihe Maschen zunehmen. Also ich habe jetzt sieben Reihen und stricke jetzt drei Runden ohne Zunahmen. Ich mache das dann so, weil ich habe ja nur zwei Nadeln in Arbeit. Ich zähle jetzt die Nadeln, also sechs Nadeln muss ich stricken, bis ich drei Runden habe. Eins, zwei, drei. Fünf. So, jetzt komme ich zur elften Runde und hier stricke ich nun 1, 2, 3, 4 Maschen
und stricke dann eben in dieser Runde aus jeder vierten Masche eine Masche heraus. Ich werde dann am Ende der 11. Runde werde ich 40 Maschen in Arbeit haben. Und zum letzten Mal eine Masche zunehmen. So, die 12., 13., 14. und 15. strickt ihr ohne Zunahmen, also 4 Runden ohne Zunahmen. Das sind in diesem Fall jetzt dann 8 Nadeln, die ich durchzähle. Ihr könnt jetzt eben entweder vorspulen oder eben die 8 Runden mit dabei bleiben. Ich möchte es jetzt einfach mal direkt durchstricken, dass man auch so ein bisschen sehen kann, wie lang braucht man denn für so eine Spitze Toe-Up, bis man mit dem Fuß geradeaus stricken kann. Ich werde insgesamt auf 56 Maschen zunehmen. Das ist für mich so eine gängige Maschenzahl für Größe 38 bis 41. Kommt man da gut mit zurecht. Wenn ihr mehr Maschen benötigt, müsst ihr eben entsprechend mehr Zunahmen arbeiten. Einfach die Spitze dann noch ein bisschen länger machen. So, jetzt habe ich die ersten 2 Nadeln gestrickt. Und jetzt kommt es natürlich uns schon entgegen, dass wir nur zweimal pro Runde die Nadeln wechseln müssen im Vergleich zum Nadelspiel, wo man eben viermal je Runde die Nadel wechselt. Für viele ist das eben ein Vorteil, wer mit dem Nadelspiel gut zurechtkommt. Es gibt da einfach so diese Liebhaber. Ich möchte da auch überhaupt keine Technik hervorheben. Ich finde es nur schön, dass beides möglich ist und dass auch durch die Crazy Trios bestimmt viele auch zum Sockenstricken gekommen sind, weil ihnen diese Technik einfacher fällt. Ich bin jetzt bei der 5. Nadel. Six.
eben. So, jetzt kommt die 16. Runde und hier werden nun in jeder fünften Masche, aus jeder fünften Masche die Zunahme gearbeitet. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5. 5, und die letzte Zunahme. So, in der 17., 18., 19., 20. und 21. Runde nehmt ihr keine Maschen zu. Wir treffen uns dann wieder zur 22. Runde, oder ab der 22. Runde geht es dann wieder weiter mit der letzten Zunahmerunde. Das heißt, ich stricke jetzt 10 Nadeln, 5 Runden ohne Zunahmen. Da könnt ihr euch dann entweder schon einen Rundenzähler hinlegen oder die Zahlen, wie ihr wollt, oder einfach eben mitzählen. Die Silk Socks hier gibt es in 15 verschiedenen Farben. Und natürlich könnt ihr am Schaft dann nachher eure ganz eigenen Muster einstricken. Es geht hier nur darum, wie stricke ich denn den Fuß, wie geht das mit den Trios und den Zunahmen, wie verteile ich da die Maschen auf der Nadel. Aber im Prinzip verteilt man die Maschen von den vier Nadeln eben gleichmäßig auf 2. Aber so habt ihr es dann eben mal gesehen. Jetzt habe ich 3 Nadeln. Und ich habe jetzt 48 Maschen in Arbeit, also auf jeder Nadel liegen jetzt 24 Maschen. Und wenn ich dann eben noch einmal in der Runde 8 Maschen zugenommen habe, dann habe ich meine benötigten 56 Maschen erreicht und die Spitze ist fertig.
Jetzt habe ich 5 Nadeln. Neun. So, jetzt komme ich zur 22. Runde und nehme jetzt eben in aus jeder 6. Masche eine Masche zu. 6, 3, 4, 5, 6. So, ich habe nun die 56 Maschen geschafft. Die Spitze ist fertig. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ich dieses Löchlein hier, das eben am Anfang durch den Anschlag von 8 Maschen entsteht, aber da man den Anfangsfaden ja sowieso vernähen muss, ist das überhaupt nicht schlimm. Ihr greift hier durch diese Anschlagschlingen
Und dadurch vernäht ihr dieses Löchlein perfekt. Ihr seht, da sieht man nichts. Und dann den Faden noch auf der Innenseite vernähen. Und dann geht das im Prinzip, das Schließen dieses Löchleins und das Vernähen vom Faden geht dann in einem Arbeitsschritt. Und so habt ihr dann eine schöne Fußspitze geschafft. Und im zweiten Teil geht es dann weiter. Da kommt eben der Fuß und die Zunahmen hier für Rist und Ferse. Ihr seht, auch da arbeite ich mit Links- und mit Rechtszunahmen, so dass die fast nicht im Maschenbild zu sehen sind. Erste Stufe ist geschafft, dann sehen wir uns im nächsten Teil zur zweiten Stufe.